6:30 Uhr. Ich muss aber. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich mit dem Rheinwirt Chaving wieder. Da sind wir fortgeführt und da können wir dann zum Rheinwirt fahren. So, schwierig. Essen wir um 6 Abendspiel gegen HSV, Fritz-Walter-Wetter, schauen wir mal, wem das Wetter besser behagt, jedenfalls permanenter Regen. Thank you.
0. Morgen haben drei Spiele in Kiel, Spiel in Sachsen, Hannover,
Stadion und diese Mannschaft, diese Fans so sehr lieben. Danke an die Nordkurve. Jetzt schaut es raus. Die Legende lebt. Arno. Jetzt hat er nicht so Spaß. Los. Quer, Torwart, quer.
37. Spielminute, Tor für den SV, Torschütze die 44. Robert wird das später in der Pressekonferenz als einen der Schlüsselmomente sehen. In so einem Spiel entscheiden diese kleinen Momente. Da haben wir einmal in der ersten Halbzeit bei dem Eckball nicht gut verteidigt. Das müssen wir besser lösen. Und dann halt auch die paar wenigen eigenen Chancen, die sich bieten, verwerten. Thank you.
war die erste Halbzeit im Max-Bormann-Stadion, präsentiert von Hitradio M1. Halbzeitanalyse. Ein gutes Spiel, aber trotzdem. Wieder mal 1-0 hinten, aber wir schießen noch zwei Tore, oder? Jo. Gut. 1-0
Herr Walter, Tim Leibold, das erste Mal heute wieder dabei. Was hat Sie dazu bewogen, ihn zu bringen und wie hat er Ihnen gefallen? Ja, weil er nach seiner langen Verletzungspause, glaube ich, gerade in diesem Spiel war das, glaube ich, so eine Vorhersehung, dass er zu Hause wieder, wo er herkommt dann letztendlich oder wo er lang gespielt hat, dann wieder und wo er sich verletzt hat, dann wieder auf dem Platz steht. Ich finde, dass er sehr gut gemacht hat, dass er natürlich ab und zu noch ein bisschen Schwierigkeiten hat, aber da fehlt einfach auch die Matchpraxis. Trotzdem, Miro hat auch nicht trainiert die ganze Woche und von daher stand es gar nicht zur Debatte, dass er da nicht aufläuft.
77. Spielminute, Wechsel bei unseren Gästen raus aus der Partie, die 27 schon mit dem Weg und neu in der Partie die 88.
80. Minute, das schaut nicht mehr so aus, als wenn man das Spiel noch drehen würde. Denke auch, dass wir heute verdient gewonnen haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Robert, wie hast du das Spiel gesehen? Da sind wir enttäuscht. Ich glaube, dass wir heute ein sehr ausgeglichenes Spiel gesehen haben. Erinnerte mich so ein bisschen an das, was wir letztes Jahr hier hatten. Ich glaube, im März, damals mit einem glücklichen Ausgang für uns. Heute hat der HSV die 3 Punkte mitgenommen. In so einem Spiel entscheiden diese kleinen Momente. Da haben wir einmal in der ersten Halbzeit bei dem Eckball nicht gut verteidigt,
Das müssen wir besser lösen. Und haben dann selber die große Ausgleichschance durch. Wieder mal ins Tor stolpern wollen sie heute. Große Ausgleichschance durch Duffy in der zweiten Halbzeit, wo er den Ball nicht richtig trifft, dann aus 5 Meter Volley. Ja, im Endeffekt ist es so, dass wir dann das Spiel 0-2 verloren haben. Ich glaube, dass beide Mannschaften ihre guten Phasen im Spiel hatten, das hat man gemerkt, dass es immer wieder Phasen gab, wo der HSV am Drücker war und mehr Richtung Tor gespielt hat, mehr Zug hatte. Und auf der anderen Seite hatten wir Phasen, wo wir mehr Angriffe gefahren haben. Wir sind ins letzte Drittel gekommen, wir hatten auch viele Torabschlüsse, gerade so um die Box herum, aber zu wenig dann, die richtig zwingend waren. Wir hatten unsere 2-3 Situationen, davon müssen wir halt eine nutzen. Das haben wir nicht geschafft heute und deswegen sind wir enttäuscht über das Ergebnis. Ich glaube trotzdem, dass wir mit der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, und das hat man auch gemerkt an den Zuschauern, die es honoriert haben, dass wir alles auf den Platz gelassen haben, dass wir in Anbetracht der Personalsituation, die wir aktuell haben, inklusive der verletzungsbedingten Wechsel während des Spiels, glaube ich, alles rausgehauen haben und viel auf den Platz gelassen haben. Und die Jungs, die heute auf dem Platz waren oder reingekommen sind, haben das echt gut gemacht. Und das müssen wir einfach mitnehmen aus diesem Spiel.